weniger Mittagessen zu Hause, 80 Millionen mehr Abendessen zu Hause. Genommen, ja, wie so realistisch ist das am Metzger vorbeigegangen. Das hat sich irgendwo in die Kühltruhe, in irgendwelche Döner und sonstige, ja, sagen wir, irgendwelche Ketten verlagert, aber nicht so sehr in die, ins Metzgerhandwerk. Es gibt dann auch wieder zu viele Anbieter für Werbung und hätte man die Zeit und wüsste man, wie es geht und hätte man das Geld, das alles selber so zu stemmen, dann wäre der Zaun auch wieder weg. Und ja, hier schaue ich dann mal, wenn das Auer aus dem Fenster fliegt. So schön wäre es, dann wären die Probleme weg. Aber so ist es nicht. Und das war das, warum wir uns dann weiter mit Partnern unterhalten haben. Da ist die Firma Inglum aus München, der Lippert und der Herr Poppe, die sind ja hier bei uns heute auch präsent. Sie können sich das auch nachher nochmal angucken. Und wir haben den Herrn Zitz, ist unser IT-Berater, haben wir jetzt eine Lösung gesucht, indem wir jetzt ihn anbieten, nicht sofort, aber in Modulen, Fotoproduktion, die eben erwähnt, die Homepage-Gestaltung, die entsprechenden Printgestaltungen, Angebote, die Sie dann vornehmen und dann die digitale Werbung, wie Sie draußen das schon gesehen haben, gucken Sie sich das nachher wieder an. Wir haben hier FGS Cross Media das genannt, klingt natürlich wahnsinnig neudeutsch, trifft aber eben die Branche, dass wir verschiedene Informationen nutzen und die innerhalb der Metzger für die Metzger wieder bereitstellen. Und das ist der Sinn, warum wir an dem Thema dran sind. Es läuft jetzt so, dass wir 3 Piloten starten. Die sind jetzt unmittelbar dran. Die letzte Vorbereitung im Laufe, also die Bildschirme, die Sie hier sehen, sind für das schon eingerichtet. Und da sehen wir, was es bringt. Es bringt ja nichts, wenn man nur Fernseher da drin aufstellt und da läuft irgendwas rum und jeder denkt ja, das sehe ich sowieso am Flughafen. Das muss ja auch Nutzen bringen. Und das versuchen wir mal zu messen. Der Versuch läuft 3 Monate. Nach 3 Monaten sehen wir dann, was zu verändern ist. Wir haben 150 Adressen jetzt Interessierte gesammelt aus diesen Innungsversammlungen. Die fragen wir danach, wenn es irgendeine Frage gibt. Sammeln das, werte das aus und arbeite in die Richtung, dass es eine Lösung gibt. Also wir kommen nicht und dann muss sich jeder uns anpassen jetzt, also uns, sprich das, was man kann, sondern das soll schon in gemeinsamer Abstimmung geben. Sicherlich mit Kompromissen, aber ganz spannend, aber ein wahnsinnig breites Feld, was man da angeht. Gut. Das war so mal im Abspann, was bei uns alles passiert ist. Wenn ich jetzt auf den Anfang zurückkomme, erstmal das Zuhörverhalten, ich hoffe, die 15% der Wahl haben sich ein paar mit Ihnen geteilt. Aber dann natürlich auch nochmal auf den Michelangelo und seinen David. Auf den Erfolg und auf Misserfolge, auf die negativen und positiven Einflüsse und deren Wirkung. So glaube ich, dass unsere künftigen Ergebnisse entscheidend davon abhängen, dass wir erkennen, was unseren Erfolg verhindert oder zerstört. Dass wir auch wissen, was wir beseitigen müssen. Mehr müssen wir eigentlich nicht wissen. Wir müssen uns aus unserer Denkfalle befreien und uns auf die Störfeuer konzentrieren. Das ist ganz wichtig. Dann wird sich noch mehr Erfolg einstellen. Warren Buffett, der legendäre Investor, sagte einmal, wir haben nicht gelernt, schwierige Prozesse im Geschäftsleben zu lösen. Was wir gelernt haben, war sie zu vermeiden. Lassen Sie uns da gemeinsam daran arbeiten, getreu unserem Motto, gemeinsam zum Erfolg, verlässlich und nah. Dies wünsche ich uns für 2014. Herzlichen Dank.